Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Time to Do Spezial. Heute unser Thema hat mal wieder etwas mit Nachprüfungen zu tun. Warum? Ständig werden ja Dinge kontrolliert, ständig verändern sich Felder, ständig verändert sich Technologie. Wenn ich ein System in einem Auto getestet habe aus dem Jahr 1990, kann das 10 Jahre später mit Weiterentwicklung von Technologien ganz andere Ergebnisse geben. Die Firma Genesis ProLife und vor allen Dingen der Gründer und Hauptentwickler Walter Rieske sind da sehr, sehr stark involviert, denn wir wissen natürlich, wie diese ganzen Frequenzen, die auf uns einwirken, ob das der Hochspannungsmast ist, ob das die Bahnleitung ist, ob das irgendwelche WLAN-Router sind oder Mobilfunkendgeräte oder sonstige Elektrogeräte. Ständig werden unsere Zellen aus ihrer Mitte gerissen, sage ich mal, und durch Frequenzen in eine Lage gebracht, wo sie oftmals nicht mehr so agieren können, wie das eigentlich sein soll. Ich begrüße bei mir zugeschaltet in unserer Zeit natürlich via Internettelefonie den Walter Rieske von Genesis ProLife. Hallo Walter. Hallo lieber Norbert, hallo liebe Zuschauer. Das ist schön, dass du die Zeit gefunden hast, dich aus dem hohen Norden bei uns einzuklinken, Walter. Und vielen Dank nochmal auf den Hinweis. Ich habe vom Wolfgang Albrecht von BESA nach deiner Freigabe Messergebnisse gefunden und bekommen von ihm. Hier 3, die werden wir auch gleich einblenden. Walter, erkläre uns mal kurz, was habt ihr denn gemessen und warum habt ihr das gemessen? Ja, das ist ganz spannend, weil eigentlich ist es ein Versehen gewesen, wo ich den Daniel schon im Prinzip gefragt habe, warum er denn beim Elektroauto den LKW-Generator misst. Für die Zuschauer die Größenunterschiede. Links ist der K-Generator, rechts ist der LKW-Generator. Und wir haben einen Test unter extremen Bedingungen, nämlich bei der Fahrt im Elektroauto durchführen wollen. Und jetzt kann ich euch aber zeigen, warum das fantastisch ist im Nachhinein betrachtet, weil der LKW-Generator ist identisch mit dem Home-Generator. Es ist nur ein anderes Steckerunterteil. Die sind sonst baugleich. Und wir können damit aufzeigen, welche Leistungsfähigkeit der Hausgenerator unter extremsten Bedingungen hat. Das Elektroauto ist von der Intensität her vergleichbar mit vielen Handys gleichzeitig telefonieren. Also die Intensität im Elektroauto ist sehr, sehr hoch. Und wir haben dann noch eins draufgesetzt und haben mit einem 4G-Handy wurde dann während der Fahrt noch telefoniert. Also eine Belastung, die man im Alltag nicht sehr lange durchhalten würde. Tja. Und ja. Also, das heißt, ein Elektrofahrzeug einer sehr bekannten Marke, wir wollen hier keine Werbung betreiben, dann weiß schon jeder, um was es geht. Auch eines der Elektroautos, die natürlich sehr häufig schon auf den Straßen zu sehen sind. Wie gesagt, auch ich benutze in meinem Fahrzeug den LKW-Generator. Warum? Großvolumiger Motor, viel Elektronik im Auto und muss auch sagen, ich juble nur. Kommen wir zum Test. Wir haben hier 3 Testbilder vom BESA-Institut. Das erste ist eine Messung des Probanden ohne Belastung und Genesis ProLife. Da sieht man jetzt in dem unteren Diagramm, Walter, ist ungefähr die Hälfte der Fläche grün und die Hälfte der Fläche blau. Was sagt das unserem Zuschauer? Ja, also ich muss dazu sagen, wir haben ja viele Messungen durch BESA durchführen lassen. Es ist ein Proband mit überdurchschnittlich guten energetischen Werten. Blaue Balken stehen für Energiemangel. Das ist der Bereich der Degeneration, also Leistungsabfall, Leistungsabbau. Perspektivisch gesehen könnte man auch Alterung da geht dann auch Alterung raus hervor. 50 ist zwischen 0 und 100 eben die Mitte, die perfekte Balance. Und 50 bis 60 ist der optimale grüne Bereich. Der steht für Regeneration,
Und 60 bis 70 ist immer noch der grüne Bereich. Danach beginnt dann der Bereich über Energie, wo es schon wieder ungünstiger wird, Richtung Entzündung gehen kann. Also dieser Proband hat einen sehr guten energetischen Status abgeliefert. Also wenn wir das jetzt so einblenden, der Zuschauer sieht das jetzt, dann heißt es, ungefähr die Hälfte seiner Werte sind in einem Normbereich und ungefähr die Hälfte, ja, würde ich mal sagen, sind verbesserungsfähig. Dann gehen wir auf die zweite Messung. Die zweite Messung, der Proband fährt in einem sehr leistungsstarken Elektroauto und telefoniert dabei mit einem ungesicherten 4G-Smartphone. Die Messergebnisse zeigen nun andere Werte. Also wenn wir uns das jetzt anschauen, Walter, im Verhältnis zu der ersten Messung, sieht es ja aus, als wäre er jetzt in eine Jauchegrube gefallen. Und noch fast schlimmer. Also, es wurde dazu gesagt, das sind so mit die schlechtesten Werte, die das Careva-Institut je gemessen hat. Das ist extremst schlecht. Also, das sind ganz viele Werte, die im Bereich von um die 10 nur liegen. Die blauen Balken zeigen einfach an, es ist eine Katastrophe energetisch. Das würde dieser Mensch, der vorher eine tolle energetische Konstitution gezeigt hat, das würde der nicht so sehr lange aushalten. Also er würde jetzt nicht eine Woche in so einer Wohnung leben können, in so einer Situation, wie sie hier im Elektroauto stattgefunden hat. Also das würde auch bedeuten, ohne dass wir medizinische Aussagen machen wollen, jemand, der jetzt am Tag, sag ich mal, Stunde hin, Stunde her, 2 Stunden mit einem Elektroauto, in dem er ein ungesichertes, ungechipptes Handy noch benutzt, würde bedeuten, dass seine komplette Zellstruktur degenerativen Prozessen ausgesetzt ist, während dieser 2 Stunden jeden Tag dann. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig. Also das ist natürlich, liebe Zuschauer, Sie verstehen das. Degenerativ heißt, Ihre Zellen erholen sich nicht, Ihre Zellen tanken nicht auf, Ihre Zellen tun sich nicht in dem Bereich bewegen, wie sie sollen, sondern das wäre so, wie wenn Sie nur schlechte Nahrung zu sich nehmen, in einem Umfeld leben, wo die Luft unglaublich belastet ist und das Wasser. Das heißt, Ihr Zellsystem kann sich gar nicht immer regenerieren und erneuern. Warum nicht? Weil es behagelt wird von außen durch Informationen, die die Zellen nicht so verstehen können. Aber es gibt Lösungen und daran hat der Walter Rieske lange gearbeitet. Schauen wir uns mal die Messung 3 an. Ich lese vor. Also Fahrt in einem Elektroauto und dabei telefonieren mit einem ungeschützten 4G-Smartphone, nachdem 15 Minuten zuvor der LKW-Generator, also der große, in den Zigarettenanzünder eingesteckt wurde. Also um das nochmal zu verifizieren, der stieg dann wieder aus dem Auto aus, dann wurde die zweite Messung gemacht, die so schlecht war. Während der Zeit hat man den Generator bereits ins Auto gesteckt. Nach 15 Minuten, wo der drin war, ist der gleiche Proband mit dem gleichen Handy wieder ins Auto gestiegen und nochmal gefahren. Ist das so richtig, Walter? Naja, es wurde im Auto sogar gemessen, im fahrenden Auto auf der Rückbank wurde gemessen. Aha, das ist natürlich dann noch genauer, weil er ist ja im Ja. gleichen Feld und bleibt im gleichen System. Jetzt ist Ja, es ja aber ja. faszinierend, Walter, wenn ich mir jetzt dieses Kuchendiagramm der dritten Messung anschaue, das ist ja bis auf einen ganz kleinen Bereich komplett grün. Und wir wissen ja, das Es Handy ist. ist ungeschützt und ein Amulett trägt der Proband auch nicht. Genau, es ist zu 100% grün. Diese blaue Fahne ragt nur heraus. Das ist von der Abbildung her so gemacht. Es ist 100% im Bereich Regeneration. Also jede Meridianmessung ist im Bereich Regeneration, was eben Leistungszuwachs bedeutet. Die Zellen können sich regenerieren. Der Gesamtorganismus kann sich immer mehr verstärken. Und das ist auch tendenziell eine Begründung für Zurückdrehen des biologischen Alters.
Also hier war jetzt speziell bei diesem Test, ging es darum, den Menschen zu zeigen, welch große Wirkung der LKW-Generator auch bei großvolumigen Elektroautos hat und vor allen Dingen, was wir ja vorher noch nicht so genau gesehen hatten, wenn in einem Auto auch Drittpersonen sind, also nicht nur der Eigentümer bzw. der Fahrer, auch die wären geschützt, wenn sie mit ungesicherten Handys in diesem Elektroauto sitzen. Ist das richtig? Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Mir geht es aber auch darum, oder sogar in erster Linie darum, aufzuzeigen, dass der Home-Generator und LKW-Generator baugleich ist. Also hier ist ein Härtefall getestet worden, der in einer normalen Wohnung niemals auftritt. Und der Generator ist nur 15 Minuten eingesteckt gewesen und hat das schon erreicht. Normalerweise sind die Generatoren ja rund um die Uhr eingesteckt. Und das ist schon sehr extrem. Allerdings möchte ich kundenorientiert einwerfen, den Test haben wir dann auch gemacht, der PKW-Generator, der K-Generator, der schafft das auch. Also wenn der K-Generator im Elektroauto drin ist, dann ist es auch ausreichend, auch für großvolumige Autos. Gut, wer mag, kann natürlich den LKW-Generator verwenden. Also ich habe ihn ja auch. Mir ging es einfach darum, und man muss sagen, es ist auch natürlich ein Preisunterschied, klar. Aber ich habe auch gedacht, je mehr Elektronik im Auto, da war das einfach so eine eigene Vorsichtsmaßnahme zu sagen, dann nehme ich lieber gleich den Generator eine Nummer größer, da bin ich auf jeden Fall sicher. Aber ich glaube, das können unsere Zuschauer entscheiden. Wir wissen ja, dass sowohl der K-Generator auch da die gleiche Leistung bringt. Walter, was aber noch spannend war beim Elektroauto, ihr habt ja viele Tests mittlerweile gemacht und so wie wir wissen, dass wenn der K-Generator in einem normalen Fahrzeug ist, mit also Verbrennungsmotor, dass dann auch der Kraftstoffverbrauch reduziert wird und die Abgaswerte besser sind. Jetzt hat natürlich ein Elektroauto weder Abgase noch hat es einen Verbrauch an Benzin oder Diesel, aber es hat natürlich keinen Tank, sondern einen Akku, eine Batterie. Und verblüffende Dinge konnten festgestellt werden, bei was für ein Auto war es? Das war ein 500er Fiat, das hat uns ein Kunde zugeschickt. Der hat ja eine Fotoreihe praktisch gemacht. Man sieht bei den Elektroautos sehr schön, weil das im Display, im Tacho eingeblendet ist, die Ladekapazität, also zu wie viel Prozent sind die Akkus aufgeladen und die Restreichweite. Und ja, erstaunlicherweise ist es eben so, dass die Reichweite sich von Auftanken zu Auftanken, also Aufladung zu Aufladung, erhöht hat. In einem Bereich, der sicherlich ein Drittel, ja ungefähr ein Drittel über dem liegt, was normalerweise für diesen Fahrzeugtyp messbar ist. Der Kunde hat uns sogar noch ein Bild eines anderen baugleichen Autos geschickt, wo man eben auf dem Display sieht, dass die übliche Reichweite um die 150, 160 Kilometer liegt. Genau, dann zeigen wir mal die Bilder. Also die Regie blendet uns jetzt ein. Schauen wir uns das erste Bild an von diesem Fiat 500e. Da ist der K-Generator drin, liebe Zuschauer. Und wenn Sie jetzt in die untere Hälfte des Tachos schauen, in der Mitte steht da 100 Kilometer und der Ladezustand ist erst bei 50%. Schauen wir uns das zweite Foto an, gleiches Auto. Da steht drin dann plötzlich 100% Ladezustand, das sehen Sie auch auf dem Tacho, und unten wieder in dem Feld 206 Kilometer Reichweite. Faszinierend. Und jetzt schauen wir uns das dritte Bild an. Das ist das, was der Walter Rieske uns gerade geschildert hat. Das ist ein baugleiches Auto und der hat keinen K-Generator drin und siehe da, die Reichweite liegt nur bei vollem Akku bei 146 Kilometer.
Ist das zurückzuführen und gibt es da auch schon von Dritten ähnliche Ergebnisse, Walter? Ja, wir haben vom Fahrer eines sehr großen Elektroautos die Rückmeldung, dass mit dem K-Generator, mit jeder Aufladung 25 Kilometer mehr Reichweite dazugekommen sind. Er hatte den Wagen, ich glaube, über 6, 8 Wochen gemietet, ist sehr viel damit gefahren und ist dann nach viermal Auftanken auf 499 Kilometer Reichweite gekommen. Also die 500 hat es nicht ganz erwischt. Allerdings von 400 auf 499 ist ein toller Sprung. Und auch da ist anzumerken, dass wir solche Rückmeldungen auch aus dem häuslichen Bereich, aus der Anwendung von dem Home-Generator haben. Das Ja. heißt, auch da haben wir Rückmeldungen, dass deutlich geringere Kraftstoffverbräuche stattfinden. Kraftstoff, wie meinst du, Stromverbrauch? Entschuldigung, Stromverbräuche. Genau, Stromverbräuche. Strom. Also bedeutet letztendlich, und das wäre auch nochmal das Thema für vielleicht eine weitere Info, wo wir mal mit Menschen sprechen, die bereits länger als ein Jahr den Home-Generator haben und also vergleichen können mit ihrer letzten Stromrechnung und der neuen, zumal wenn sie nicht den Gerätepark in ihrem Haushalt groß verändert haben oder weggelassen oder dazugekommen. Da habe ich auch schon eine Rückmeldung, dass es auch bis zu 30% weniger Stromrechnung plötzlich ist. Das war für mich auch faszinierend. Also, wir sehen, und das können wir, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass die Wirkung sowohl des Home-Generators als auch des K-Generators als auch des LKW-Generators nachweisbar da ist. Wir haben schon verschiedene Messsysteme eingesetzt. Natürlich haben wir auch Menschen, die sehr feinfühlig sind, in diesen Autos mitgenommen. Wir hatten erste Ergebnisse, da hat die Frau nach einem Kilometer gesagt, lasst mich aussteigen, ich glaube, mir platzt der Kopf. Da war ein Auto ungesichert, Handys im Auto und so weiter. Wir haben zweite Ergebnisse mit dem Genesis ProLife K-Generator, wo die Frau gesagt hat, das Auto fühlt sich komplett anders an und so kann ich es ertragen. Und bedenken Sie noch immer, liebe Zuschauer, Kleinkinder. Wir Erwachsene, da ist hier oben ziemlich dicke Schädeldecke und da ist schon vieles geschützt. Aber bei Kleinkindern nicht. Alles bis zum 7. Lebensjahr hat so dünne Knochen, die nehmen das viel extremer auf und die Wirkung im Gehirn ist auch viel extremer. Schützen Sie Ihre Kinder, gerade wenn Sie mit Kindern unterwegs sind, dann sollte das eigentlich schon Pflicht sein. Nur die Pflicht müssen Sie selbst entscheiden. Keiner geht hin und zwingt Sie dazu. Walter, ich würde mir gerne noch was anderes anschauen. Jetzt haben wir viel von Technik gesprochen und von Batterien, von Autos und von K-Generatoren. Aber unser Körper ist ja kein technisches Teil. Nein, wir sind humanoide Wesen. Und diese Belastungen, die im Auto auf uns wirken, wirken natürlich auch außerhalb des Fahrzeuges. Wenn wir in Büros sind, überall ist heute Mobilfunk, WLAN Standard. Das bedeutet, auch dort ist unser Körper unter großer Belastung. Du hast einen weiteren Test durchführen lassen, dieses Mal nicht mit einem BESA-System, sondern mit dem sogenannten Dunkelfeld, mit der Dunkelfeldmikroskopie. Das heißt, ein Bild wird gemacht, wo der Hintergrund schwarz ist. Und dort sieht man zum Beispiel, wie unsere Blutplättchen sich verhalten unter unterschiedlichen Belastungen. Sag uns vielleicht mal, Walter, der Proband, wie wurden diese drei Bilder, die wir in gleich zeigen, aufgenommen? Das erste Foto, was war die Voraussetzung für den Probanden? Wie wurde er gemessen? Das erste Foto ist die Statusermittlung. Wie ist sein Dunkelfeldblutbild ohne den Einfluss von Genesis ProLife-Produkten, ohne besondere Belastung? Also so wie es alltäglich aussieht, wenn wir ja jetzt keinerlei Maßnahmen getroffen haben. Also das heißt, wir telefonieren nicht, wir haben keine Amulette, keine Schutzsymbole, wir bewegen uns ganz Ja. normal.
in unserem Umfeld, sage ich mal rum, dann sieht man in dem ersten Bild, wenn das kurz eingeblendet wird, naja, ja, ich würde mal sagen, ein Blutbild, wie wahrscheinlich bei 90% aller Leute, die sich heute in unserem Umfeld bewegen. Das zweite Bild ist schon nicht mehr so schön. Das wurde aufgezeichnet nach 10 Minuten Telefonat mit einem Mobiltelefon ohne Schutz. Also bedeutet, es war nicht gechippt und auch der Proband hatte nicht dein Amulett um. Ist das richtig? Das ist richtig. Der Proband ist ein Leistungssportler, also der hat schon vielleicht ein etwas besseres Blutbild als der Durchschnitt gehabt, aber im Grunde genommen ist es so, wie du es gesagt hast, ja. Genau, zeigen wir das Bild 2. Wenn wir jetzt den Vergleich zum Bild 1 nehmen, dann hat also das Blut hier so, ich würde mal den Fachbegriff, glaube ich, Geldrollenbildung, ich glaube, das kennt man schon draußen, da pappen ja die Blutblättchen so zusammen. Man sieht auch, dass, wie gesagt, wie die Blutblättchen sich auf Klumpen zusammenziehen. Wahrscheinlich ist das durch diese Frequenzeinwirkung aufs Blut. Also ein Mediziner würde jetzt sagen, ja, da gilt es, was zu tun, weil so sieht Blut nicht gesund aus. Der dritte Test, der gemacht wurde, nach weiteren 5 Minuten Telefonat mit diesem Handy, jedoch mit umgehängten Amulett. Aha, das heißt, du hast jetzt das Handy, ja, danke für das Zeigen, da sehen Sie es, liebe Zuschauer, 33 mm im Durchmesser, wird mit einem Band geliefert, also kann sofort benutzt werden. Das heißt, ihr seid nicht Hinwalter und habt das Handy gechippt, sondern ihr habt ihm einfach mal das Amulett umgehängt, weil wir sind ja unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. Und das wäre ja jetzt so eine klassische Geschichte. Und wie gesagt, bereits 5 Minuten. Also das heißt, Telefonat aufgehört, Amulett umgehängt. Nein, er hat 15 Minuten telefoniert. Nach 10 Minuten wurde das erste Mal gemessen. Er hat weiter telefoniert. Es wurde lediglich das Amulett umgehängt. Und 5 Minuten später kam dann das Blutbild heraus. Er hat nicht ausgeschaltet. Ja, noch spannender. Durchgängig 15 Minuten telefoniert. Also, das heißt, liebe Zuschauer, es ist sogar noch optimaler gelaufen, wie man sich's vorstellen kann, denn der Proband hat im Telefonat plötzlich das Amulett. Was können Sie dadurch sehen? Was hat der Walter uns damit bewiesen? In dem Moment, wo diese Harmonisierung, die in der Schwingung des Amuletts eingebettet ist, sofort auf das Feld, auf den ganzen Körper wirkt, sofort gibt es eine andere Reaktion. Und wenn ich mir jetzt das dritte Bild anschaue, was wir einfügen, da wird jeder Fachmann wahrscheinlich sagen, wow, so soll Blut aussehen. Wir sehen, die ganzen Blättchen sind wieder auseinandergegangen. Sie sind alle nebeneinander, liegen nebeneinander, haben eine schöne runde Form. Also eigentlich, obwohl ich kein Mediziner bin, aber schon viel, viel Dunkelfeldaufnahmen gesehen habe, würde ich sagen, das ist ein Blut, das sieht toll aus. Wenn es so aussieht, dann lebt er weiter. Ja. Das ist also sehr schön. Was ist bewiesen? Und jetzt sind wir bei dem zweiten Punkt, den ich vorher schon mal ansprach. Wenn ich natürlich in einem Auto fahre, wo ein K-Generator drin ist, bin ich im Auto geschützt. Laufe ich zu Hause rum, wo mein Home-Generator drin ist, bin ich in diesem Feld geschützt. Aber jetzt gehe ich zur Tür hinaus, habe mein ungeschütztes Handy in der Hosentasche und was passiert draußen? 1000 Menschen um mich rum mit Mobilfunktelefonen, WLAN-Router, Mobilfunkmasten, Hochspannungsleitungen, andere Elektrogeräte. Da wäre ich wieder dem gesamten Belastungen ausgesetzt. Das heißt, wenn ich dann das Amulett trage, ist es egal draußen, wer um mich rum welches Gerät benutzt, das Amulett harmonisiert mich. Und wenn ich noch die nächste Stufe, also ich bin immer einer, der sagt, die Wirkung auf meinen Körper ist mir das Allerwichtigste, deswegen trage ich auch keine Synthetik. Also habe ich mein Handy gechippt, ich trage das Amulett, in meinem Auto ist der Generator, in meinem Büro und zu Hause. Wie geht's mir? Gut.
Wie sind denn die Ergebnisse, Walter, wenn die Menschen, habt ihr auch schon mal gemessen, so ein Vollschutz, das heißt, dass du quasi Chip, Amulett und K-Generator hast? Das haben wir nicht gemessen. Wir haben die Einzelsituation gemessen, um einfach zu zeigen, wie leistungsfähig jedes für sich ist. Dann zum Schluss bestätigen wir das noch durch eine dritte Testung. Also ihr wart ja richtig fleißig, Walter, ne? In der Corona-Zeit habt ihr richtig weitergearbeitet. Ja. Das letzte, liebe Zuschauer, zeigen wir noch mal das Thema Pflanzen. Sie sehen jetzt drei Bildfolgen, immer links ein Bild, rechts ein Bild. Walter, was habt ihr mit der Kresse gemacht? Das hat eine Journalistin uns zukommen lassen, die hat eine Fotoreihe gemacht. Sie hat zwei gleiche Keramikschälchen genommen, hat die mit Watte ausgelegt, hat Wasser hineingegeben und Kressesamen. Die standen etwa 1 Meter auseinander und in das eine hat sie das Amulett reingehängt und hat dann jeden Tag ein Foto gemacht. Also am Abend des ersten Tages, dann am zweiten und am dritten Tag. Und hier sieht man natürliche Messinstrumente im Einsatz, nämlich Pflanzen. Das ist auch der beste Beweis. Toll finde ich, dass das auch eine dritte Person gemacht hat. Also es wurde nicht bei euch im Unternehmen getestet, sondern da hat sich einfach eine Journalistin mal interessiert, ob das wirklich so ist, was da alles veröffentlicht wird. Und wenn wir jetzt die Bilder uns anschauen, am interessantesten, am aussagekräftigsten natürlich das Bild vom dritten Tag. Wenn Sie links schauen, das sind jetzt einzelne Kresse aufgegangen. Ein Kranz hat sich so entwickelt. In der Mitte ist noch alles recht braun. Wenn ich auf das rechte Bild schaue, da ist fast das ganze Feld schon zugewachsen mit Kresse und man sieht ein deutlich stärkeres Pflanzenwachstum. Jetzt könnte man noch die Kresse rausnehmen und vielleicht in einem biologischen Labor untersuchen lassen, um mal festzustellen, wie wären die Inhaltsstoffe, wie ist die Pflanzenstruktur. Aber mir als Laie reicht diese Optik, denn das sagt mir eindeutig, in Zukunft, Walter, wird dein Amulett in Chipform sowohl auf meinen Kräutertöpfen sein, als auch habe ich zum Beispiel noch eins, darf ich das sagen, mit dem Kühlschrank? Ja, klar. Ich habe schon vor Monaten mir noch einen Chip vom Walter Rieske schicken lassen und habe den in meinen Kühlschrank und zwar ans Eisfach von unten dran. Mach verblüffende Ergebnisse. Ich habe Joghurts einen Monat im Kühlschrank. Die sind schon 2 Wochen übers Verfalldatum. Ich mache die auf und probiere die, esse die. Werde es auch jetzt mal testen lassen in einem Labor. Die sind so frisch wie am ersten Tag. Also auch da muss eine ganz unfassbare Wirkung über die Schwingung auf die Produkte in meinem Kühlschrank gehen. Ich finde es toll und möchte diesen Moment nutzen, um zu sagen, heute zeichnen wir eine Sendung auf. Wir verraten das Datum nicht. Der Walter Rieske hat heute Geburtstag und diesen Fall möchte ich nutzen, um zu sagen, Walter, herzlichen Dank an dich für deine Arbeit. Dank an dein Team und an die ganzen Entwicklungen und ich hoffe noch auf eine lange, erfolgreiche und schöne Zusammenarbeit. Dankeschön. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Danke, Norbert. Liebe Zuschauer, das war's für heute von Genesis ProLife. In diesem Spezial waren wieder tolle Ergebnisse zu sehen. Ich hoffe, Sie können damit was anfangen. Und jetzt am Ende haben wir für Sie noch ein Angebot zusammengefasst, wie Sie die Genesis-Produkte in einem Zug für sich nutzen können. Bis zum nächsten Mal.